Guten Appetit. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an einer Lebensmittelunverträglichkeit. Während eine Glutenunverträglichkeit nur bei 0,4% der deutschen Bevölkerung auftritt, sind bereits 15% von einer Laktoseintoleranz betroffen und sogar jeder dritte Deutsche leidet unter einer Fructoseintoleranz. Leben dann auch noch Menschen mit verschiedenen Unverträglichkeiten zusammen, erscheint die Essensfrage als schwierig, doch wie man sieht, nicht als unmöglich. Aber zurück zum Anfang. Durch das Ausschließen diverser Grundnahrungsmittel sieht der Speiseplan auf den ersten Blick eher mau aus. Das heißt, es bleibt nur eins übrig. Auf zum Edeka! Während der Autofahrt hat sich die WG für ein Steak mit Quinoa-Salat entschieden, denn die enthaltenen Zutaten können von allen gegessen werden. Zum Einkaufen muss man nicht in ein spezielles Geschäft gehen. Man erhält die Lebensmittel auch im gewöhnlichen Supermarkt, ohne dass man lange suchen muss. Für den Salat braucht die WG natürlich Quinoa, Paprika, Tomaten, Feta, Eiwa, Tomatenmark und Gurken. Dazu haben sie sich auf Putenfilet geeinigt. Ah, da ist Milchpulver drin, die kann man nicht nehmen. Dann Zartbitter. Gluten steckt in vielen Lebensmitteln, beispielsweise in Brot und Nudeln. Die genauen Ursachen einer Unverträglichkeit gegenüber Gluten sind noch nicht vollständig erforscht. Man geht jedoch davon aus, dass diese von einer Kombination aus genetischer Veranlagung und äußeren Umwelteinflüssen entsteht. Bauchschmerzen, aber auch Müdigkeit, Gelenkschmerzen sowie Unfruchtbarkeit können unter anderem die Symptome einer Glutenunverträglichkeit sein. Ja, also eine Glutenunverträglichkeit ist eigentlich gar nicht schlimm. Zu Hause kann ich super mich danach richten, ich kann danach kochen. Es gibt immer mehr Supermärkte, die glutenfreie Lebensmittel anbieten. Egal ob jetzt Brot oder Nudeln, das gibt es mittlerweile sogar beim Aldi in glutenfrei. Problematisch wird es nur, wenn ich beispielsweise essen gehen möchte oder mir spontan mal eine Pizza bestellen möchte. Da muss ich halt immer darauf achten, dass gerade bei der Auswahl von den Restaurants einfach gewährleistet ist, dass es auch glutenfreie Speisen auf der Karte gibt. Und wenn ich mich danach richte, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Laktoseintoleranz betrifft diejenigen, die den Milchzucker nicht vertragen. Der Körper kann in diesem Fall den Milchzucker nicht spalten und dieser gelangt unverdaut vom Dünndarm in den Dickdarm. Das führt wiederum zu Bauchschmerzen und ähnlichen Symptomen. Zu Hause kann man sich damit ganz gut arrangieren. Man kann viele laktosefreie Produkte kaufen, man kann viel backen und viel kochen und man kann gut damit leben. Außerhalb ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Man kann nicht mal eben Eis essen gehen oder ein Latte Macchiato trinken gehen. Aber es ist nichts, womit man sich nicht arrangieren könnte. Fructose ist ein Einfachzucker, der in vielen Lebensmitteln in unterschiedlicher Menge und Verteilung vorhanden ist. Besonders fructosereich sind Früchte und sämtliche Produkte, in denen diese verarbeitet wurden. So bereiten bei einer Fructoseintoleranz insbesondere Obst, Süßigkeiten und Honig unangenehme Verdauungsbeschwerden. Ja, ich leide unter einer Fructoseintoleranz. Die habe ich von klein auf schon. Aber mit dem Alter ist es mittlerweile besser geworden. Es gibt mal Tage, da ist es wieder schlecht. Da gibt es mal Tage, dann ist es wieder gut. Also es kommt auch immer darauf an, ob ich wirklich Lust drauf habe, Obst zu essen oder nicht. Aber naja, mittlerweile komme ich ganz gut damit klar und es schränkt mich eigentlich nicht mehr so sehr ein wie früher. So, dann guten Appetit. Guten Appetit. Und? Hühnchen ist lecker. Hühnchen? Ja. Der Salat natürlich. Und Salat. Ich bin ja immer so ein Salzbrot. Ist auch super. Yay!